Politiker an mich heranrücken, an uns alle. Kann man das gut vorstellen, dass einfach einmal ich daheim sitze und das Feuer geht im Ofen aus, wer steht vor der Tür? Der Barack, er sagt, soll ich das raufholen? Kohlen. Das ist schön. Soll ich kochen? Magst du mit meiner Frau vielleicht spazieren gehen? Oder einfach so. Ich finde es so schön, dass wir so eng beieinander sitzen. Wer weiß nicht, weil er Afroamerikaner gewagt ist. Hat, hier zu sitzen, ist unser Mann von der Bundeswehr. Ich bin jetzt wirklich froh, dass wir das gemacht haben. Ich war ein bisschen skeptisch, weil man sich denkt, wenn einer bei der Bundeswehr ist, das ist der Ali Khan! Das ist der Ali Khan! Ich bin ich! Stell dir mal vor, ich bin ich! Ich bin, er hat erkannt, dass ich bin! Einer auf der Straße! Den haben wir zwar 200 Euro in die Hand gedruckt, aber immerhin! Er hat mich erkannt! Der ist aber noch ganz baff! Der kann auch nicht sagen, dass er irgendwo aufgewachsen ist, gell? Gut, man kann 1,10 Meter schon als Größe bezeichnen, aber der Mussolini war ja auch nicht groß. Habt ihr gewusst, dass es in Süditalien nach wie vor Tankstellen gibt, wo man Mussolini-Büsten kaufen kann? Der Kameramann nickt, der ist aber auch Massenmörder vom Beruf. Aber komm mal, stell mir das vor, du fährst irgendwo an der Tankstelle raus und kannst eine Hitler-Büste kaufen. Die haben da ganz ein anderes Verhältnis. Obwohl der Mussolini bei denen zwar nicht so ein guter Massenmörder war, aber er war eine extreme Witzfigur. Der Hitler schon auch, aber bei dem ist das nicht so rausgekommen. Bei Mussolini ist das so richtig, das war ein richtiger Hansdampf. Ja, ja, die Italiener, gell. Da fällt mir noch ein, dass ich in Niederbayern in der einzigen Gelateria von Simbach am Inn. Da war ich so drin gesessen, kein Mensch war da, schönes Wetter war es, ich war drin gesessen, dann kommt so ein altes Bauerl vorbei mit einem Stock. Ganz langsam geht er hin, dann schaut er so zu dem italienischen Mann, der das Eis rausgibt, eine halbe Stunde. Und danach sagt er zu dem Italiener, gell, ihr seid Italiener, gell? Der hat das rausgefunden. Da muss man nicht lachen können drüber. Man muss aber auch nicht denken können, schon gar nicht als Musiker. Stimmt's? Ja. Man kann Musik machen, das ist völlig sinnfrei. Obwohl die drei überlegen sich immer was dabei. Und nehmen natürlich ein Kammerspielen auf. Und ich weiß gar nicht, wie würdet ihr denn gerne mal haben, dass man sich bedankt bei euch? Das kann man jetzt einmal vorwegnehmen. Du kennst ja immer die großen Tiraden, wenn jemand einen Golden Globe kriegt oder ein Ding, dann sage ich danke Gott und meiner Mutter und so weiter. Möchtest du auch jemand danken, außer mir? Ja, ich möchte auf jeden Fall jemanden grüßen. Dazu brauche ich jetzt aber die bewegliche Kamera, dazu muss ich aufstehen. Hast du den Namen deiner Mama vergessen? Ja, das ist im Backerl hinten. Ich muss jetzt was machen, das habe ich nämlich versprochen. Das nennt sich der Elephant Dance. Den muss ich für die Lena und für den Lee machen. Greets to you guys. Der geht nämlich so. Der Elephant Dance, schauen wir uns den einfach nochmal an. Schauen wir uns nochmal an. Kannst du den nochmal. Du schaust da in den Monitor, den mag ich nochmal zeigen. Nochmal. Elephant Dance. Sehr, sehr, sehr ausdrucksvoll. Das ist sehr schön, da habe ich nicht. Aber sowas lernt man von Engländern. Sowas lernt man von Engländern. Ich möchte dazu auch ein Tier vormachen. Ich möchte den Silberrücken machen. Die haben aber gesagt zu mir, du bist der Silberrücken, der schaut so aus. Wir beide passen gut zusammen. Wir haben schon zwei Tiere. Ein Tier mit einem großen Rüssel und ein Tier mit einem dicken Fell. Ich danke euch, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank. Und wenn ihr wiederkommt, sagt es halt vorher mir, vor der Sendung, dass ihr schon mal da wart. Sie vergessen es doch immer wieder. Dann ist doch immer wieder eine neue Überraschung. Ist doch schön so. Wir sollten eigentlich machen, in einem Jahr, bist du da, Herr Oberstleutnant? Aber weiß er noch nicht. Logisch. Können wir doch vielleicht einrichten. Wir machen die gleiche Sendung nochmal und versuchen exakt die gleiche Sendung nochmal zu machen. Mit der Tür. Mit allem. Das wird schwierig. Das wird schwierig, wir schaffen das. Ich meine, was man jetzt nicht vergessen darf. Diese Sendung, die Ali Khan Show auf Ali Khan TV, hat ein exakt vorformuliertes, Buchstabe für Buchstabe formuliertes Konzept. Das haben wir monatelang geprobt. Da ist
jeder Gag auf den Punkt. Wenn es jetzt irgendjemand wirklich in Timbuktu anschaut, nicht, dass die meinen, dass wir da selbst nichts diese Ansage, da haben wir uns monatelang, ja soll er, soll er also nicht. Jacken und Wampen raushängen. Und ich bedanke mich bei den Technikern von Alicante TV, dass die diesen Gag mit der Tür eingebaut haben. Ich bedanke mich beim Flieger dafür, dass er wie immer seinen Helm aufgehabt hat. Ich bedanke mich bei der Band Fry, dass sie gut waren wie immer. Und wir müssen es zum gleichen Zeitpunkt machen, weil wir ja nächstes Jahr wieder sagen müssen, am 14. Januar habt ihr CD-Release im Feuerwerk und dann kommt der riesige Gag mit den mongolischen Zuschauern. Irrsinnig toll. Ich bedanke mich auch beim Oberstleutnant, den zeigen wir jetzt nochmal, nicht, dass am Schluss heißt, ja. Wir haben eine sehr dankbare Sendung jetzt gemacht. Ich bedanke mich, wen habe ich noch vergessen, beim Kameramann, beim Holger. Hat das wunderbar gemacht. Ich bedanke mich vor allem auch wieder mal bei den Investoren von Alicante TV. Kann man nichts machen. Das Geld ist futsch. Die Sendung kostet halt einmal viel. Die haben mich letztes Mal gefragt, wieso kostet denn eine Sendung bei Alicante TV an einem Freitag?